Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 34, Antrag der Fraktion der CDU, betreffend Aktuelle Stunde, Hessisches Präventionsnetzwerk gegen Salafismus, bundesweit vorbildlich, Beratungsstelle Hessen, religiöse Toleranz statt Extremismus, als eines der 100 bundesweit besten Projekte des Jahres 2016, von der Initiative Deutschland Land der Ideen ausgezeichnet, 1937/71. Das Wort hat der Kollege Bellino, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Islamismus stellt derzeit eine der größten terroristischen Bedrohungen dar. Islamisten versuchen mit Waffengewalt, Brutalität und Menschenverachtung anderen ihren Glauben aufzuzwingen und ihre rückwärtsgewandte Herrschaft auszudehnen. Zu den Opfern zählen all jene, die von den Fanatikern als Ungläubige betrachtet werden, darunter Christen, Atheisten und nicht zu vergessen viele, viele Menschen, die sich selbst als Muslime verstehen, allesamt unschuldig. Wir sehen mit Sorge, wie das todbringende Glaubensverständnis der Fundamentalisten zunehmend nach Europa greift. Eine lange Reihe islamistischer Gewaltverbrechen in Europa erschüttert auch unsere freiheitliche demokratische Ordnung. Ich sage aber auch, dass es auch und gerade in angespannten Zeiten, in Zeiten mit einer großen Bedrohungslage, mit großen Ängsten in der Bevölkerung, unsere Aufgabe ist, zu differenzieren. Zu differenzieren zwischen dem Islam, dem Islamismus und dem Salafismus. Und auch bei dem Salafismus gilt es, zwischen dessen einzelnen Ausprägungen mit ihnen verbundenen Gewaltbereitschaften zu differenzieren. Erstens gehört sich dies so, und zweitens erhöht diese reflektierende Diskussion unsere Chance, im präventiven Bereich noch erfolgreicher zu sein. In Hessen und in Deutschland müssen wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt wahren. Dazu gehört auch der Schulterschluss mit den vielen friedliebenden Muslimen gegen gewaltbereite und gewaltsuchende Islamisten. Und dabei müssen wir neben den Gewalttätern auch die geistigen Brandstifter im Auge behalten. Oft sind sie es, die durch unmenschliche Koranauslegungen die Stichworte, die Ansätze für die Radikalisierung anderer liefern. Und wenn wir uns hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, in Zukunft ein noch mehr an Kooperationsbereitschaft wünschen, hilft das eben in der differenzierten Betrachtung. Differenzieren, nicht schönreden, nicht kleinreden. Aber wenn wir lesen, dass in diesem Jahr in Hessen noch kein Islamist in den Dschihad gezogen ist, wenn wir eine steigende Sensibilisierung in den Vereinen, Schulen, Moscheegemeinden bezüglich beobachtbarer Verhaltens- oder sogar Wesensänderungen feststellen konnten, wenn wir den einen oder anderen sogar zum Ausstieg bewegen konnten, dann hat dies sicherlich auch mit unseren präventiven Bemühungen zu tun. Die Beratungsstelle Hessen. Die Beratungsstelle Hessen, religiöse Toleranz statt Extremismus, leistet hierbei einen eminent wichtigen Beitrag. Dafür Dank, Respekt und Anerkennung. Ich begrüße daher sehr gerne die Herren Celik und Ülger hier auf der Besuchertribüne, Projektkoordinator, Mitarbeiter dieses wichtigen Netzwerks. Es ist uns eine große Freude, Sie hier begrüßen zu können. Die Hessische Beratungsstelle ist von der Ihnen allen bekannten Initiative Deutschland Land der Ideen in diesem Jahr ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung ist ein hochverdientes Lob für die engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Beratungsstelle. Wissen wir doch alle, dass hier hochprofessionell gearbeitet wird, die Mitarbeiter sich überdurchschnittlich engagieren und es dort niemanden gibt, der Dienst nach Vorschrift macht. Dies ist auch gut so. Schließlich richten sich die Beratungsfälle genauso wenig nach der Dienstzeit wie die Einsätze des Kriseninterventionsdienstes des Roten Kreuzes. Nein, wenn es einen Hinweis beispielsweise aus dem familiären Umfeld gibt, ein Jugendlicher stehe kurz vor der Ausreise, um sich den Terroristen des IS anzuschließen, kann das nicht warten. Genauso wenig, wenn wir von einer beobachtbaren Radikalisierung, man spricht ja auch von Turboradikalisierung, erfahren. Auch Lehrer, Jugendliche, Vereine und nicht zuletzt die Kommunen finden in der Beratungsstelle kompetente Ansprechpartner. Hier werden wichtige Informationen geliefert, hier wird sensibilisiert, hier wird mit Rat und Tat geholfen.
Auf die erfreuliche Weise gestiegene Sensibilisierung habe ich ja bereits hingewiesen. Und deshalb dürfen wir nicht müde werden, immer wieder unseren Bürgern zu sagen, scheuen Sie sich nicht, sich an die Beratungsstelle zu wenden, wenn Sie in Ihrem Umfeld Menschen erleben, die sich augenscheinlich radikalisieren. Wir sind nicht machtlos, und je früher wir intervenieren können, umso besser. Es war der hessische Innenminister Peter Beuth, der frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt hat und das Präventionsnetzwerk gegen Salafismus, zu dem die Beratungsstelle gehört, ins Leben gerufen hat. Hessen war das erste Bundesland. Hessen war das erste Bundesland, das ein solches Netzwerk gegründet hat. Seit der Gründung im Jahr 2014 haben wir die Mittel dafür versechsfacht. 1,2 Millionen € stehen alleine in diesem Jahr bereit. Wir haben damit in Hessen eine Art Blaupause geliefert. Dass die anderen Bundesländer jetzt nachziehen, ist gut und erforderlich, denn Islamismus macht vor Ländergrenzen nicht Halt. Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Netzwerkes wünsche ich allen Erfolg. Sie leisten einen herausragenden Beitrag für die Sicherheit und den Zusammenhalt in unserem Land. Hessen, meine Damen und Herren, verlässlich sicherer zu machen, daran werden wir auch künftig mit aller Entschlossenheit arbeiten, mit Sanktionen, wenn es nicht mehr anders geht, aber lange zuvor mit Information und Prävention. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bellino. Das Wort hat der Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich möchte vorausschicken, dass das Land Hessen mittlerweile durchaus Fortschritte im Kampf gegen den islamistischen Extremismus gemacht hat. Das Hessische Präventionsnetzwerk und hier ganz zentral das Violence Prevention Network als Schaltstelle hat gezeigt, dass es einen erheblichen Beitrag zur Beratung von radikalisierten Jugendlichen und deren Angehörigen sowie zur aktiven Prävention vor Radikalisierung leistet. Und für diese Arbeit gilt es, Dank zu sagen. Es ist über das verdient, dass VPN mit dem Projektpreis der Initiative Deutschland Land der Ideen ausgezeichnet wurde. Ich kann mich dem Dank von Holger Bellino ausgesprochen nur anschließen. Aber, lieber Holger Bellino, und auch da sind wir uns ja einig, diese positiven Entwicklungen und Teilerfolge dürfen nicht dazu führen, sich auf dem Erreichten auszuruhen oder sich gar in Selbstzufriedenheit zurückzulehnen und auf die Schulter zu klopfen, wie es für diese Landesregierung und diese Koalition ja durchaus typisch ist. Zum Ersten muss man sich vor Augen führen, dass die Landesregierung erst auf massiven politischen Druck und den dramatischen Folgen Hinweisen auf die dramatischen Folgen der eigenen Zögerlichkeit aus ihrem Dornröschenschlaf erwacht ist, obwohl das Problem der islamistischen Radikalisierung deutlich war. Es steigerte sich in seiner Intensität, und ich darf nur in aller Kürze nennen, die im Jahr 2014 zunehmenden Aktivitäten der Lies-Aktion und des Salafistenpredigers Pierre Vogel, auch in Hessen, insbesondere in Offenbach und in Frankfurt. Die stetig steigenden Zahlen an Ausreisen, gerade Jugendlicher in den Heiligen Krieg im Irak und Syrien in den letzten zwei Jahren, die salafistischen Übergriffe auf ein Jugendhaus in Frankfurt im Juni 2014, das ist mehr als zwei Jahre her, und die dann erst äußerst schleppend in Gang gekommenen Ermittlungen in der Sache. Wir hatten seinerzeit eine Strafanzeige gestellt, weil seitens der Justiz nichts passiert war und es dann langsam in Gang kam. Die Ausreise des Salafisten Hassan M., obwohl dieser zu dem Zeitpunkt die kleine Fußfessel getragen hatte, man ihn aber trotzdem offensichtlich nicht unter Kontrolle hatte. Meine Damen und Herren, Sie werden sich erinnern, dass wir als Freie Demokraten vor dem Hintergrund dieser Entwicklung im Juni 2014 schon eine Landtagsanhörung angeregt haben, die dann erfreulicherweise im Januar 2015 auf Beschluss aller Fraktionen auch zweitägig durchgeführt wurde und wichtige Erkenntnisse geliefert hat, von denen wir noch heute Nutzen ziehen und mit denen wir arbeiten können, alle zusammen. Sie werden sich auch daran erinnern, an die Verdreifachung der Mittel
vor dem Hintergrund dieser Ermittlungen. Wir als Freie Demokraten waren es, die in 2014 mit Haushaltsanträgen letztlich die Verdreifachung der Mittel in Gang brachten. Wir freuen uns, dass das die Koalition dann aufgenommen hat. Dies wurde in den Beratungen, Herr Kollege Frömmrich, von den Regierungsfraktionen aufgenommen und wurde dann Bestandteil des Haushalts. Wir haben da gar nichts dagegen. Im Gegenteil, wir freuen uns darüber, dass das funktioniert hat. Das Bedauerliche ist halt immer wieder, dass wir sie zum Jagen tragen mussten. Und das, hoffe ich, wird in Zukunft nicht mehr passieren müssen. Diese Tatsachen und auch der Umstand, dass der Innenminister im Frühjahr kleinlaut die unvollständige Beantwortung unsere Anfragen zu salafistischen Anwerbeaktivitäten in und um Flüchtlingsunterkünfte in Hessen einräumen musste, sollte eigentlich zu einer etwas selbstkritischen Haltung der Koalition und der Landesregierung zu diesen Fragen führen. Ich will zum Zweiten anführen, die Herausforderungen, Kollege Bellino hat auch darauf hingewiesen, sind weiterhin groß. Es sind viele Baustellen offen, und es gibt absolut keinen Grund zur Entwarnung, wie wir auch an den jüngsten Verhaftungen von Terrorverdächtigen in Schleswig-Holstein sehen konnten. Und eine Tatsache, das muss man auch einmal sagen, warum Hessen richtigerweise besonders aktiv ist in der Bekämpfung des Salafismus, ist, weil es hier auch notwendig ist, notwendiger als in anderen Bundesländern. Hessen ist eben ein Hotspot der salafistischen Bewegung, und das bestätigt ja auch das Landesamt für Verfassungsschutz. Wie wir aus der Beantwortung unserer bereits angesprochenen Anfrage vom Innenminister wissen, gibt es nach wie vor umfangreiche Versuche von Seiten der Salafisten in und um Flüchtlingsunterkünfte, gerade junge Muslime, für ihre Sache zu gewinnen. Und auch, das sage ich auch sehr deutlich vor dem Hintergrund verschiedener Äußerungen in den letzten beiden Tagen, der erfreuliche, da sind wir uns sicherlich einig, der erfreuliche Rückgang der Koranverteilungsaktionen im Rahmen der Lease-Aktion des Lease-Projektes sollte niemanden zu dem Rückschluss verleiten, dass die Indoktrinierungsversuche der Islamisten damit beendet sind oder dass das ein besonderer Erfolg der Arbeit der Sicherheitskräfte in Hessen war. Vielmehr weist der üblicherweise, wenn ich mir den Artikel anschaue, den Bericht des Hessischen Rundfunks, vielmehr weist dieser offensichtlich regelmäßig besser als die Landesregierung informierte Sender darauf hin, dass Ursache insbesondere Streitigkeiten innerhalb der Lease-Aktion und daraus folgende finanzielle Schwierigkeiten sind. Das ist der Punkt, Herr Kollege Tippi. Die haben sich intern zerstritten. Es geht ums Geld, was immer ein gefährlicher Punkt für solche Dinge ist, erfreulicherweise. Aber ich wüsste nicht, dass Sie denen das Geld entzogen hätten. Kollege Greilich, Sie sind so lieb. Ich komme zum Schluss. Wir werden dafür, wie auch bisher, die richtigen und wichtigen Maßnahmen der Landesregierung bei der Islamismusprävention, aber auch bei der Stärkung der Institutionen zur Strafverfolgung unterstützen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir werden auch darauf achten, dass die Landesregierung nicht in ihren Dornröschenschlaf zurückfällt. Wir haben ja einige kleine Anfragen zu dem Thema laufen. Ich denke, die Antworten werden auch dort die Landesregierung wieder dazu bewegen, voranzuschreiten. Danke sehr. Herzlichen Dank, Kollege Reilly. Das Wort hat der Abg. Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wenn die CDU schon einmal etwas gut macht, feiert sie sich gleich selbst mit einer Aktuellen Stunde. Und in Anlehnung an die Frage von Herrn Möller vorhin, brauchen wir eine solche Aktuelle Stunde, will ich eindeutig mit Ja antworten. Weil es kommt ja nicht so oft vor, dass Sie etwas gut machen, meine Damen und Herren. Und deshalb möchte ich auch das Einige in meiner Rede voranstellen. Ja, es ist immer richtig und auch wichtig, Präventionsmittel aufzustocken. Prävention ist besser als Repression, weil Prävention früh versucht, zu deeskalieren und zu vermitteln. Damit soll verhindert werden, dass gesellschaftliche Probleme sich in Gewalt und Fanatismus verwandeln. Deshalb ist es auch absolut richtig, dass in Hessen in den letzten Jahren die Mittel für Prävention in der Tat in beträchtlichem Umfang aufgestockt wurden. Damit wurde auch im Übrigen eine langjährige Forderung von uns berücksichtigt.
Das gilt insbesondere im Bereich Kampf gegen Rassismus und rechte Gewalt, die lange vernachlässigt wurde. Die Anhörung im Innenausschuss in der letzten Woche hat gezeigt, wie gut dieses Geld angelegt ist. Ähnliches muss man über die Programme im Sport sagen, wo mit vergleichsweise wenig Geld viel an Integration durch viele Ehrenamtliche organisiert wird. Dies gilt sicherlich auch für die Präventions- und Beratungsstellen im Bereich islamistischer und dschihadistischer Radikalisierung. Auch hier ist hervorzuheben, dass das Violence Prevention Network und andere eine ganz wichtige Arbeit leisten. Sie helfen und unterstützen frühzeitig, wenn Eltern, Freunde und Schulen verunsichert über radikales Auftreten einzelner Jugendliche sind. Sie können so vermitteln und Menschen Wege zurück anbieten. Und das ist das Entscheidende. Wir wissen, dass es für die vielen Ehrenamtlichen und wenigen Hauptamtlichen, die diese wichtige Präventionsarbeit leisten, nicht einfach ist. Je mehr sich soziale, politische und internationale Spannungen zuspitzen, desto mehr Eskalation ist möglich. Ich habe mir sagen lassen, dass die sorgfältige Begleitung eines radikalisierten, vielleicht auch fanatisierten Jugendlichen, der Kontakt zur Familie und Umgebung nahezu eine Vollzeitaufgabe sei. Deshalb unser aufrichtiger Dank gilt allen, die diese schwierige und so wichtige Aufgabe für unsere Gesellschaft wahrnehmen. Kritisch möchte ich allerdings auch anmerken, dass es mehrere Jahre dauerte, bis diese Mittel, und zwar sowohl im Bereich Rechts- wie auch im Bereich Islamismus, nennenswert erhöht wurden. Hier hat Schwarz-Gelb, betone Schwarz-Gelb, viel zu wenig gemacht, und deshalb gibt es auch sehr viel Nachholbedarf. Deshalb ist der Jubelton, den die CDU nun nach einer dreimonatigen alten Presseerklärung des Innenministers zur Auszeichnung des Beratungsnetzwerkes vorträgt, nicht angebracht. Die Menschen sind über die sozialen, politischen und internationalen Spannungen vermehrt beunruhigt, und wir erleben, wie schnell dies auch bei uns in offenem Hass umschlagen kann. Ich kann deshalb nur allen raten, nicht noch als Brandbeschleuniger zu agieren und Vorurteils-, Angst- und Ausgrenzungsdebatten zu führen. Die GRÜNEN, ich weiß nicht, wer es war, haben jüngst zu Recht gesagt, es ist wahrscheinlicher, in Mecklenburg-Vorpommern einen Buckelwal wie eine Frau in Burka zu treffen. In Richtung CDU heißt das für mich, dass die von Ihnen angestoßene rein virtuelle Burka-Diskussion nun wie ein Bumerang zurückkam. Gemäßigte Muslime fühlen sich pauschal verunglimpft. Der Gewinn für die Sicherheit ist dabei null. Aber das Thema der AfD wurde wieder einmal rauf und runter gespielt. Sprechen wir doch lieber über eine Verbesserung von Integration von Flüchtlingen wie auch von sozial Benachteiligten. Und versuchen wir, dies intensiver politisch und gesellschaftlich anzugehen, bevor sie in Gewalt oder Hass umschlagen. Das Beratungsnetzwerk ist hier stellvertretend für viele andere eine wichtige Institution, die wir gerne weiter unterstützen. Vielen Dank, Kollege Hermann Schaus. Das Wort hat der Abg. Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe eigentlich gedacht, dass wir heute alle allen Grund dazu haben, uns darüber zu freuen, dass wir ein Projekt hier in Hessen initiiert haben, das wirklich beispielgebend ist. Habe ich eigentlich gedacht. Und ich habe eigentlich gedacht, dass man vielleicht auch im Hessischen Landtag, das ist bei uns immer sehr schwer, ich weiß das, aber dass man vielleicht auch einmal über die Parteigrenzen hinweg sagen kann, da hat Hessen ein sehr vorbildliches Projekt im Bereich Extremismusprävention aufgelegt. Da sind wir ausgezeichnet worden.
Land der Ideen sagt, das ist eines der 100 besten Projekte in Deutschland. Und da kann man sich noch nicht einmal hier hinstellen und kann sich gemeinsam freuen. Das ist schon ein bisschen komisch, meine Damen und Herren. Es ist schon ein bisschen komisch. Ich will den Kollegen Schaus, der gerade auch dazwischen ruft, jetzt am Ende ausdrücklich ausnehmen. Aber über den Kollegen Greilich habe ich mich wirklich sehr gewundert, meine Damen und Herren. Das Violence Prevention Network, die hessische Beratungsstelle Religiöse Toleranz statt Extremismus, ist als bundesweit vorbildliches Projekt in Deutschland ausgezeichnet worden. Die von VPN getragene Beratungsstelle leistet beispielhafte Arbeit, meine Damen und Herren, dabei, junge Menschen vor einer islamistischen Radikalisierung zu bewahren. Wir haben als Land Hessen sehr frühzeitig erkannt, dass wir im Bereich Islamismus, Salafismus eine Präventions- und Interventionsstrategie brauchen. Dieses Programm, meine Damen und Herren, hat bundesweiten Vorbildcharakter. Und ich finde, wir sollten darauf alle gemeinsam stolz sein, meine Damen und Herren. Alle gemeinsam stolz sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Arbeit der Beratungsstelle wurde jetzt ausgezeichnet. Die Initiative Deutschland, Land der Ideen, würdigt dieses Engagement ausdrücklich. Und ich will es hier ausdrücklich noch einmal betonen. Diese Auszeichnung würdigt ausdrücklich das engagierte Arbeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in diesem Bereich. Die waren gerade da. Dafür danken wir ausdrücklich für dieses engagierte Arbeiten, meine Damen und Herren. Die Beratungsstelle von Violence Prevention Network wendet sich an Jugendliche, wendet sich an Eltern, wendet sich an Fachpersonal mit Fragen des Extremismus. Sie bietet Maßnahmen und Prävention der Intervention und der Deradikalisierung als Antwort auf die allgemeine Hilflosigkeit im Umgang mit religiösem Extremismus an. Und ich finde, es ist gerade eine gute Strategie, und das zeichnet uns hier in Hessen aus, dass wir neben dem Bereich der Repression, dass wir daneben eine ganz starke Säule der Prävention in den letzten Jahren aufgestellt haben. Das zeichnet uns hier in Hessen aus. Und es ist doch aller Ehren wert, sich nicht nur die Gedanken darüber zu machen, sondern auch Geld dafür zur Verfügung zu stellen, möglichst frühzeitig auf Jugendliche einzuwirken, damit sie erst gar nicht in diese radikalen Strukturen abgleiten, damit man sie frühzeitig dort fernhält. Weil alles Geld, was wir da investieren, brauchen wir nachher nicht für unsere Sicherheitsbehörden auszugeben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben das doch in vielen Gesprächen gehört, dass Eltern, dass Freunde von radikalisierten Jugendlichen nicht wussten, an wen wenden wir uns. Wer kann uns in einer solchen Situation Hilfestellung geben? Wer kann uns beraten? Wer kann auf diese Jugendlichen zugehen? Wer hat die Möglichkeiten dazu? Und das haben wir hier in Hessen mit dem Violence Prevention Network relativ gut gemacht. Und deswegen, nicht damit da eine Landesregierung gelobt wird oder sonst was, dafür, dass diese Arbeit so gut läuft, darüber freuen wir uns, und das ist die Auszeichnung wert. Und das sollten eigentlich alle in diesem Landtag so sehen. Und ich will noch einmal, weil es mich geärgert hat, auf den Kollegen Greilich in dieser Frage auch eingehen. Weil ich finde, man sollte auch immer gucken, was hat man eigentlich selber in der Regierung gemacht. Und ich muss leider sagen, Herr Kollege Greilich, wir haben da nichts vorgefunden in dem Bereich. Und wir haben das hier aufgesetzt. Und ich erinnere Sie einmal daran, dass wir 2000 als Fraktion, die Grünen, dass wir im Jahre 2012, also zum Haushalt 2012/13, und im Jahre 2010, also zum Haushalt 2011, Haushaltsanträge zu diesem Bereich gestellt haben. Wir als Grüne haben gesagt, wir brauchen eine Strategie im Bereich der Extremismusprävention, und zwar neben dem Rechtsextremismusbereich einen Bereich für religiösen Extremismus. Da müssen wir präventiv tätig werden. Wissen Sie, wer es abgelehnt hat? Die FDP. Und sich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, hier seien wir im Dornröschenschlaf gewesen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Sie stehen, Sie haben vor der Wand. Herr Kollege Frömmrich. Herr Kollege Frömmrich, Sie müssen langsam zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident.
Sei so lieb. Ich komme zum Schluss, Herr Präsident. Also, eine Gesamtstrategie im Kampf gegen den Extremismus, das ist uns wichtig. Wir brauchen eine starke Säule im Bereich der Prävention. Wir brauchen aber das, was wir auch mit unserem Sicherheitspaket 2017 gezeigt haben. Wir brauchen einen Ausbau im Bereich der Polizei. Wir brauchen eine Stärkung im Bereich der Polizei. Diese Landesregierung tut beides, und deswegen finden wir es gut und freuen uns über die Auszeichnung, die wir bekommen haben. Vielen Dank, Kollege Jürgen Frömmrich. – Das Wort hat die Frau Abg. Nancy Faeser, SPD-Fraktion. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Beratungsstelle Hessen Religiöse Toleranz statt Extremismus ist, wie wir meinen, wir Sozialdemokraten meinen, zu Recht ausgezeichnet worden sind. Sie leistet hervorragende Arbeit in Hessen. Das Netzwerk kümmert sich jetzt seit 2 Jahren um die Deradikalisierung von extremistisch-salafistischen Jugendlichen. Wenn man das auf der Homepage liest von VPN, dann sieht man, dass in diesen 2 Jahren ca. 104 gefährliche oder radikalisierte Jugendliche angesprochen wurden, durch Beratungsangebote auch tatsächlich erreicht wurden und jede Menge Angehörige und Institutionen beraten wurden. Ich glaube, dass das wichtig und richtig ist, diesen Ansatz zu haben. Deswegen unterstützen wir ausdrücklich auch dieses Netzwerk. Ich muss Ihnen sagen, meine Damen und Herren, ich fand heute, dass der Beitrag des Kollegen Bellino überraschend sachlich und jetzt lobe ich Sie mal, ist auch nicht gut. Ausgesprochen sachlich war und an der Sache orientiert. Und der Kollege Bellino hat auch aus unserer Sicht überhaupt nichts Falsches gesagt. Das können wir alles unterstützen. Was der Kollege Frömmrich allerdings gemacht hat, fanden wir etwas seltsam. Ich glaube, ihm hat mein Redebeitrag vorher etwas gefehlt. Und wir sind ein bisschen überrascht, meine Damen und Herren. Man kann ja das loben, dass VPN einen Preis bekommen hat. Wir sind ein bisschen überrascht, dass der eigentliche Kern der Präventionsarbeit, der Zusammenarbeit mit anderen, die in Hessen tätig sind, völlig gefehlt hat in der Debatte. Das finden wir allerdings außerordentlich bedauerlich. Ich will Ihnen einige aufzählen, die nämlich auch herausragende Arbeit in der Prävention hier in Hessen, in der Frage der Deradikalisierung von Ausstiegsprogrammen, hier in Hessen leisten. Da sei genannt die AWO in Offenbach, das Beratungsnetzwerk Hessen, was Sie ja sonst auch sehr stark unterstützen, das Netzwerk für Demokratie und Courage, die Anne-Frank-Begegnungsstätte in Frankfurt, die Rote Linie, Hilfe zum Ausstieg vor dem Einstieg, die Jugendinitiative Spiegelbild. Das sind nur ein paar der vielen Initiativen neben der Kirchen, die Beratungsangebote haben und beim Ausstieg behilflich sind, die Sie leider alle hier nicht heute erwähnt haben. Das finde ich schon schwer bedauerlich, muss ich Ihnen sagen. Das ist in der Sache nicht angemessen. Ich will Ihnen sagen, wir hatten wirklich eine außerordentlich gute und auch qualitativ hohe Anhörung zum Bereich des Salafismus, der Radikalisierung von Jugendlichen hier in Hessen. Eigentlich war das Ergebnis aller Anzuhörenden, dass wir eine feste Netzwerkstruktur, ein Landesprogramm brauchen, wo interdisziplinär zwischen den verschiedenen Bereichen gearbeitet wird. Daran fehlt es bis heute in Hessen. Ich und meine Fraktion, wir können überhaupt nicht verstehen, warum es in der heutigen Debatte keine Rolle spielt. Wo sind denn die Angebote im Bildungsbereich, die darauf konzentriert werden, dass Jugendliche rechtzeitig erreicht werden, dass sie stark gemacht werden, dass sie erst gar nicht in die Situation kommen, dass sie vom System abgelehnt werden, sondern dass das vorher aufgefangen wird? Wo ist denn die Ausweitung der Schulsozialarbeit, die in diesem Bereich sehr hilfreich wäre? Wo ist denn die Unterstützung der außerschulischen Jugendarbeit und Jugendbildung? Wo ist denn die Unterstützung der Aufklärungs- und Antidiskriminierungsarbeit der vielen Tätigen? Das, was wir im Bildungsbereich benötigen, ist ein
Strauß an Maßnahmen, die wir als Sozialdemokraten auch mit einem Antrag eingebracht haben, gerade in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Das wurde von Ihnen bis heute leider abgelehnt, und da passiert gar nichts, meine Damen und Herren. Und das reicht eben nicht aus. Das ist das, was uns die Experten mit auf den Weg gegeben haben, und das ist nicht ausreichend, muss ich Ihnen leider sagen. Da haben Sie noch viele Hausaufgaben zu erledigen. Und, meine Damen und Herren, der Kollege Bellino hat heute darauf hingewiesen, es ist eine hohe Bedrohungslage. Leider sind wir einer der Schwerpunkte in Hessen im Bereich des Salafismus der Dschihadisten. Aber das mutet es etwas seltsam an. Und ich darf vielleicht sagen, die Kolleginnen und Kollegen, die es nicht gehört haben, wenn Sie gestern den Beitrag des Kollegen Tipi Bahai Info gehört haben. Für diejenigen, die es nicht gehört haben, der Kollege Tipi hat gestern bei HR Info darauf hingewiesen, dass die Salafisten einen Bogen um Hessen machen würden. Und das hätte er durch Messages und E-Mails als Beleg. Was sind denn das für Belege? Haben Sie die den Sicherheitsbehörden zur Verfügung gestellt? Und ich will mal sagen, der Kollege Bellino hat hier ausdrücklich darauf hingewiesen, dass man nicht verharmlosen darf. Herr Kollege Tipi, ich muss Ihnen das leider sagen. Das ist kein seriöser Umgang mit diesem wichtigen Thema. Meine Damen und Herren, da erwarte ich auch, dass die CDU sich dazu äußert. Und ich erwarte, dass Sie sich nicht darauf ausruhen, dass Sie ein Leuchtturmprojekt in Hessen haben, das ohne Zweifel hervorragende Arbeit leistet, sondern ich fordere Sie auf, ein umfassendes Netzwerk an den Tag zu legen. Und ich fordere Sie dazu auf, dass Ihre Abgeordneten seriös mit dem Thema umgehen und nicht die Menschen so verblenden. Weil ich warne davor, wenn etwas passiert in Hessen, was wir alle nicht möchten. Aber dann auf einen Beitrag eines Abgeordneten zu verweisen, der das vorher verharmlost hat, halte ich persönlich für extrem falsch. Machen Sie Ihre Hausaufgaben. Sorgen Sie dafür. Frau Kollegin Faeser, Sie müssen, machen Sie Ihre Hausaufgaben in der Redezeit. Sie müssen zum Ende kommen. Herr Landtagspräsident, ich verweise noch einmal darauf, wir brauchen ein umfassendes Landesprogramm zur Vermeidung von Abwerbeversuchen für Jugendliche. Wir müssen Jugendliche vorher stark machen. Machen Sie da Ihre Hausaufgaben und konzentrieren Sie sich nicht nur darauf, in Aktuellen Stunden ein Projekt zu loben. Vielen Dank, Frau Kollegin Faeser. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte noch einmal zunächst einmal deutlich machen, Herr Kollege Greilich, niemand muss die Hessische Landesregierung, niemand muss die Polizei und die Sicherheitsbehörden hier in diesem Lande wachküssen. Wir arbeiten systematisch und konsequent gegen jede Art von Extremismus. Darauf dürfen Sie sich gerne verlassen. Und das, meine Damen und Herren, ist auch schon der Punkt, den ich Frau Kollegin Faeser dann zurufen möchte. Heute stand im Mittelpunkt die Belobigung, die wir erreicht haben von einem Dritten. Das ist ja noch nicht einmal sozusagen, wir sind ja noch nicht einmal selbst diejenigen, sondern es sind andere, die gesagt haben, das habt ihr außerordentlich gut gemacht. Und die geht halt eben genau auf unser Konzept zum Thema Salafismusbekämpfung. Aber Sie haben gleichwohl recht. Man könnte darüber hinaus noch viel mehr loben, was wir in unserem Lande machen. Wir haben nämlich im vergangenen Jahr für den gesamten Bereich der Extremismusbekämpfung 3,8 Millionen Euro für dieses Haushaltsjahr zur Verfügung gestellt. Sie haben viele, viele Projekte angesprochen, die im Beratungsnetzwerk Hessen in Marburg und darüber hinaus, die verdienen alle großes Lob. Aber heute geht es insbesondere um die Salafismusbekämpfung. Da macht VPN einen großartigen Job, und da freuen wir uns darüber, dass wir dafür belobigt worden sind von, wie gesagt, Dritten. Bei der Frage, Abgeordneter, lieber Kollege Frömmrich, bei der Aktuellen Stunde und bei dem Bericht vom Hessischen Rundfunk gestern, ich war mir nicht so ganz sicher, wie es ausgeht, weil die normalen Reflexe hier im Hessischen Landtag, die hat der Kollege Greilich ja gezeigt. Die normalen Reflexe sind nicht, die objektiven Erfolge sozusagen ins Zentrum zu stellen, sondern zu schauen, gibt es irgendwo an irgendeiner kleinen Ecke noch irgendwas, was man hier kritisieren und aufbauschen kann. Ich glaube, meine Damen und Herren und liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, wir haben hier eine Chance vergeben.
eine Chance vergeben. Die Kolleginnen und Kollegen, die vorhin oben auf der Tribüne gesessen haben, die das für uns machen, die sich darum bemühen, die am Ende sich um 104 radikalisierte und Gefährdete sozusagen kümmern, ganz unmittelbar, face to face, die sich um 119 Angehörige kümmern, die in 100 Workshops arbeiten und in 89 Institutionen Beratungsgespräche geführt haben, die hätten wir heute in dieser Aktuellen Stunde durch gemeinschaftliches Lob, die hätten wir motivieren können, da hätten wir das anerkennen können, was sie machen. Und deswegen ist das so schade, dass Sie diese Chance vergeben haben. Es wird immer noch irgendwo etwas geben, wo wir auch aufgrund unserer herausragenden Präventionsarbeit in vielen, vielen Facetten, in vielen, vielen Extremismusphänomenen immer wieder auch Probleme haben werden. Wir können nicht den Menschen hinter die Stirn schauen. Das wollen wir auch gar nicht. Aber es wird immer wieder irgendwo ein Problem aufgeben. Die Frage ist doch, haben wir ein System? Sind wir in unserer Haltung und sind wir in dem, was wir tun, konsequent? Und da sage ich, ja, das sind wir. Und das System, was wir haben, das ist gut. Das sage ich nicht über, ich persönlich über unser System, sondern das sagt z.B. die Innenministerkonferenz, die gesagt hat, so wie die Hessen das machen, ist eine gute Rahmenkonzeption. Und das sagt am Ende auch der Partner, der uns hier entsprechend belobigt hat. Und darüber können wir uns freuen. Da sind wir stolz, nicht um unserer selbst willen, aber für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die es machen, da können wir sehr, sehr stolz sein. Vielen Dank dafür. Wir bleiben auch nicht stehen, meine Damen und Herren. Wir haben, wie ich finde, einen guten Weg gefunden. Und, Herr Kollege Greilich, da haben Sie jetzt Ihr eigenes Licht unter den Scheffel gestellt, weil das Hessische Kompetenzzentrum Extremismus ist sozusagen ja schon in einer früheren Wahlperiode mal aufgesetzt worden. Das, was wir jetzt im Juli 2014 gemacht haben, ist ja sozusagen eine Entwicklung aus diesem Kompetenzzentrum heraus. Wir haben dort, wie ich finde, sehr richtig und sehr klug gehandelt, indem wir gesagt haben, wir müssen eine Beratungsstelle machen. Wir müssen den Menschen, die ein Problem haben oder ein Problem sehen, bei Mitschülern, bei Kindern, bei Verwandten, bei Mitarbeitern, wie auch immer, wir müssen denen ein Beratungsangebot geben. Wir müssen aber auch dafür Sorge tragen, dass die Erkenntnisse, die wir sammeln, den Sicherheitsbehörden zur Verfügung gestellt werden, um zu verhindern, dass in unserem Lande eben wo auch immer etwas passiert, weil wir haben dort sozusagen eine herausragende Gefährdungslage. Das ist uns gut gelungen. Wir haben dafür gesorgt, dass wir die Präventionsmaßnahmen auf der einen Seite haben, mit vielen, vielen Workshops, ob wir in Schulen gehen, in Institutionen gehen. Sie haben mitbekommen, wie wir die Erstaufnahmeeinrichtungen besucht haben, wie wir die Mitarbeiter, wie wir Flüchtlinge selbst versucht haben, entsprechend anzusprechen und sie zu sensibilisieren für die Phänomene. Wir gehen in Justizvollzugsanstalten, wir machen das für Lehrer, wir sorgen in Moscheegemeinden, bei Bediensteten in der Landesverwaltung, überall versuchen wir entsprechende Beratung, Sensibilisierung hinzubekommen. Auf der anderen Seite aber eben auch die Intervention. Wir haben die Beratung von den Familienangehörigen, die ein Problem haben. Wir haben die Beratung bzw. die Deradikalisierung von Gefährdeten, von sich auf dem Weg befindlichen jungen Leuten, die sich radikalisieren. Und wir haben darüber hinaus am Ende auch noch ein Ausstiegsprogramm gemacht. Also wir haben praktisch die Facetten, die es dort in der Prävention abzubilden gibt, übrigens nicht nur beim Salafismus, auch in anderen Phänomenen, sauber abgebildet. Und dieses System ist am Ende belobigt worden, weil es eben einen ganzheitlichen Ansatz abbildet, wie gesagt, für den Bereich der Salafismusprävention. Alle anderen Facetten des Extremismus bearbeiten wir auch. Aber in diesem Bereich sind wir belobigt worden. Da sind wir sehr, sehr dankbar für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das bei VBN machen, aber die das auch im Hessischen Kompetenzzentrum gegen Extremismus machen, die das bei unseren Sicherheitsbehörden, bei der Polizei und beim Landesamt für Verfassungsschutz machen. Wir können sehr, sehr dankbar sein für die Mühe, die die Kolleginnen und Kollegen sich da alle machen. Herr Staatsminister, ich darf an die Redezeit der Fraktion erinnern. Ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin. Wir werden auch nicht stehen bleiben. Wir werden das immer wieder weiterentwickeln. Wir haben für die Schulen
das ist zu Recht angesprochen worden, einen Film gemacht, um Extremismusphänomene, übrigens, Frau Kollegin Faeser, nicht auf ein Phänomen sozusagen spezialisiert, sondern wir haben in dem Film Radikal, den Sie mit Sicherheit auch schon einmal gesehen haben, aufgezeigt, dass es manchmal vom Zufall abhängt, in welches Extremismusphänomen der Einzelne abgleitet. Das ist ein herausragender, wie ich finde, herausragend gelungenes Werk, das wir mittlerweile 4.000 Mal durchs Land gestreut haben, was in den Schulen auch angekommen ist. Wir bleiben nicht stehen. Wir werden auch gegenüber den Kommunen sozusagen im Herbst weitere Veranstaltungen anbieten, weil die Frage Sensibilisierung in Erstaufnahmeeinrichtungen und die Sensibilisierungsveranstaltungen in Notunterkünften, die wir gemacht haben, natürlich jetzt nicht mehr so stattfinden kann, sondern wir müssen in den Kommunen entsprechende Angebote machen. Da werden wir die Bürgermeister sozusagen aufnehmen. Wir bleiben nicht stehen in dieser Frage. Wir werden das weiterentwickeln. Das, was wir bisher erreicht haben, ist gut. Dafür haben wir Lob von Dritten bekommen. Da sind wir sehr dankbar für. Wir werden weiterarbeiten, dass wir im nächsten Jahr wieder gelobt werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe keine weiteren Wortmeldungen. Damit ist die Aktuelle Stunde zu Tagesordnungspunkt 34 besprochen.